Moin Moin, Hocke Hade hier von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. von Leseschatz. Dass sich Kiel um die Förde legt, das sollten alle wissen, denke ich mal. Und dass Kiel mehr zu bieten hat als jenen Wasserkeil, dürfte jetzt langsam auch bekannt sein. Spätestens mit Büchern wie dieses Wir in Kiel. Eine Auftragsarbeit von den Kieler Nachrichten und dem Wachholz Verlag zusammen. Christiane Backheuer und Gerhard Müller haben sich auf der Suche gemacht nach Kieler Persönlichkeiten, Kieler Menschen, die in Kiel leben, Besonderes machen, besondere Arbeit verrichten oder einfach auffallen durch ihre Präsenz und Kiel bereichern. Kiel liegt um die Förde herum und die Kieler Förde ist nun wirklich tausende von Jahren alt. Kiel feiert jetzt 775-jähriges Jubiläum. Dementsprechend macht dieses Buch neugierig auf die Stadt, neugierig auf uns. Ich bin ja auch ein begeisterter Kieler, ich lebe hier sehr, sehr gerne. Und so ist dieses Buch eine Heimkehr. Man blättert durch und findet viele bekannte Gesichter. Man kennt sich vom Sehen, man kennt sich so. Wir haben Stammkunden, die hier drin sind. Und diese Menschen werden porträtiert. Und es sind Kieler Geschichten anhand von diesen Porträts. Eine Stadt also und ihre Geschichten. Porträtiert sind die Menschen von Tom Körber. Tom, ein Freund von, also ein befreundeter Fotograf von uns. Tom kenne ich schon seit langer Zeit, da ich ja auch selber im Verlag tätig war und Bildredaktion innehatte. So sind wir uns schon oft über den Weg gelaufen. Tom damals noch beim Magazin Free bzw. beim Sailing Magazin gearbeitet etc. Jetzt schon ein Starfotograf in Kiel, wenn wir es mal in Anführungsstrichen sagen dürfen. Also jedenfalls ein bekannter, toller Fotograf. Hat hier wirklich die Menschen festgehalten und gut porträtiert, passend zu den Texten. So finde ich auch in dem Buch wieder eine alte Bekannte, sozusagen Clara Erday. Clara Erday stellt vor ihre Schmuckstücke, die sie in der Universitätsbibliothek zu Kiel hat und ausstellen kann. Clara Erday ist meine damalige französische Lehrerin in der Waldorfschule gewesen. Daher ist die Verbindung auch schon da. So wie auch, wie schon angedeutet, eine unglaublich quirlige, liebe Stammkundin von uns, Gabi Christensen von RSH, wahrscheinlich vielen bekannt, oder unter ihrem künstlerischen Pseudonym Ixi. Mach mir doch keinen Knutschfleck. So findet man in diesem Buch tolle Persönlichkeiten. Das sind jetzt einfach nur Beispiele von Beispielen, die Kiel porträtieren und präsentieren. Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern in diesem Buch, dass man Kiel kennenlernt. Und uns und dementsprechend erlesene Stunden. Hauke Hader von der Buchhandlung Schmidt bzw. von Leseschatz. Ciao, bis bald.